Weltrekord, dass heute mindestens 1000 Harry Potter hier zusammenkommen. Einige sind mir schon im Rathaus begegnet, also es sind ziemlich viele Leute hier im Zentrum dabei. Und deswegen hoffe ich und setze darauf, dass wir diesen Weltrekord brechen. Ich gratuliere schon mal vorab, ich hoffe, dass das gut geht. Und sage allen, die Harry Potter-Fans sind, weiterhin alles Gute, viel Freude und viel Begeisterung in der Welt der Magie von Harry Potter. Patronus! Sehr schön. Das ist unser Ritual vor jeder Show. Wir starten jetzt den Countdown und dann wissen wir in 5 Minuten Bescheid, ob wir den Weltrekord geschafft haben. Wir haben aber natürlich ganz, ganz viele Menschen, also ihr fiebert alle mit, ja. Ihr zwei fiebern mit, aber wer auch besonders doll gerade noch auf der Bühne mitfiebert, das sind natürlich ne, die Dame vom Rekordinstitut, die Laura Kuchenbecker, richtig, und auch vom Carlsen Verlag, Renate Herre. Nochmal einen riesengroßen Applaus für Renate Herre und Laura Kuchenbecker an dieser Stelle. Die kommen auch nochmal zu uns. Ui. So, jetzt läuft hier schon der Countdown. Wir sind gleich schon fast bei der magischen Minute. Wir haben gesagt, der Countdown sind 5 Minuten. Laura, wir sind ja unter uns so ganz... Du kannst es ja schon als Ergebnis sagen. Kannst du ja schon einen Tipp geben? Meinst du, wir haben es vielleicht geschafft oder glaubst du ja nicht? Wie ist so dein Erfahrungswert bei so Weltrekorden? Also ich würde sagen, wir lassen es noch spannend, die letzten 5 Minuten. Laura! Laura! Aber ich bin gut. Ich habe schon gerechnet, dass viele Menschen kommen und sich auch verkleiden, aber dass so viele Menschen kommen und wirklich, das ist, man lebt es, man lebt Harry Potter. Das ist wirklich, wie wir gesagt haben, eine Entscheidung für diese Welt und wirklich nochmal, wir feiern die ganze Zeit Harry Potter, wir feiern auch euch. Also wirklich, dass ihr hingekommen seid, danke und dass ihr mit euch, dass ihr mit uns mitfiebert und ich bin auch erstmal einen riesen Applaus an für euch. Weil sie auch so relativ, ich sag mal, nicht die schnellste ist. Ihr nehmt die Eulen nach Hand gegen. Jana, bist du es? Ja. Das ist mein Brief, Leute. Ich bin jetzt offiziell Schülerin. Und dürfen wir... Warte, bevor wir irgendwas falsch machen. Wer muss es denn vorlesen? Wer muss denn sagen? Sie, offiziell. Meine Güte, du musst es übergeben. Jana, du darfst nichts aufmachen, du darfst gar nichts machen. Ich spür's nur. Du darfst es nur... Wie bei Geschenken. Du musst es bitte, Laura Kuchenbecker, offiziell, alle haben es gesehen, übergeben. Okay. Und jetzt ist der magische Moment gekommen. Oh Gott. Laura. Laura, hast du schon Pokerface gesehen? Sie sieht echt ein Pokerface. Laura, bitte, bitte sag es uns. Haben wir es geschafft, den Weltrekord zu knacken? Hier in Hamburg, heute bei Back to Hogwarts. 25 Jahre Harry Potter. Sind wir mehr als 997 Leute? Das Rekordinstitut für Deutschland bestätigt den neuen Weltrekord für die größte Harry Potter-Versammlung. Wisst, wie viele ihr seid? Ja! Also ihr seid 1748. Und jetzt Glückwunsch. Genau, alles, euch allen alles Gute. Ihr alle zusammen habt den Weltrekord erzielt. Und ich werde gleich stellvertretend für euch alle an Renate Herre die Rekordurkunde übergeben. Da haben wir auch die Welt. Hier ist sie, die Urkunde. Die könnt ihr euch gleich alle abholen. Wahnsinn. Die Bändchen haben. Wahnsinn. Toll. Mensch, also wirklich danke an euch. Also ohne euch, das wisst ihr selber, ohne euch wäre es nicht möglich gewesen. Danke. Ihr seid großartig, Leute. Wir lieben euch. Oh, toll. Dankeschön, dass ihr... Ja, wie du gesagt hast, wir haben ja noch eine Lesung. Ach ja! Leute, macht euch bereit für Rufus Beck. Er liest noch mal was aus Harry Potter und der Stein der Weisen. Extra für euch. Viel Spaß dabei. Ich lese euch was vor aus meinem Lieblingsband und das ist einfach der erste Band. Der ist wahnsinnig schön, finde ich auch sehr witzig. Der Stein der Weisen. Er trat näher, um sich die Sache genauer anzusehen. Und in dem grauen Wasser der Schüssel schwamm etwas,
das aussah wie ein Bündel schmutziger Lumpen. Was ist das denn? Fragte er Tante Petunia. Sie kniff die Lippen zusammen, wie immer, wenn er eine Frage zu stellen wagte. Deine neue Schuluniform. Harry warf noch einen Blick in die Schüssel. Aha, ich wusste gar nicht, dass sie so nass sein muss. Stell dich nicht so dumm an. Ich färbe ein paar alte Sachen für dich. Die sehen dann genauso aus wie die der anderen. Das bezweifelte Harry ernsthaft. Er hielt es aber für besser, ihr nicht zu widersprechen. Dudley und Onkel Vernon kamen herein. Und beide hielten sich beim Gestank von Harrys neuer Uniform die Nase zu. Vielen Dank. Oh, Rufus. Okay. Wir wollen gar nicht, dass du gehst. Es ist immer so ein Erlebnis. Ich denke jedes Mal, wenn ein Rufus da ist, wenn du Rufus liest, ne? Dann ist stellt man sofort ein. Nein, das ist einfach noch krasser. Man ist noch mehr in the moment. Aber du, es ist wirklich so. Ich habe ganz viele Freunde, ne? Die schlafen damit ein. Ja. Mit dir. Ja, und es ist egal. Die sind, wenn 20 sein, 50 oder 60. Ja. Es ist wirklich so. Es ist einfach wunderschön. Dankeschön, dass du ein Teil der Harry Potter-Welt bist. Also ihr könnt wirklich stolz auf euch sein. Danke, dass ihr dieses Event wirklich zu etwas ganz Besonderem gemacht habt. Ihr habt wirklich bewiesen, Harry Potter ist nicht nur eine Geschichte. Harry Potter kann alles schaffen, ihr Lieben. Alles.